Grüße dich meiner, grüße dich meiner. Bevor du jetzt den Nerv abschaltest, das ist nicht eins dieser Videos, in dem ich versuche lustig zu sein. Heute sind wir mal ehrlich, bezüglich Shadowrun. Ich weiß, schlimmer Titel, aber irgendwie war der halt sinnvoll, ne? Gehen wir mal zurück, ich habe 2007 angefangen mit Rollenspiel, im zarten Alter von ach du Scheiße. Und bis 2017 habe ich das eigentlich immer gespielt und eigentlich auch fast nur. Und war da fast die ganze Zeit SSL tätig. Dementsprechend ist es auch für mich ein Bruch. So, jetzt der ganze WoD-Kram. Und ich habe mich natürlich schon auch die ganze Zeit gefragt, wie sieht denn das aus, Trolli? Shadowrun. Also mal wieder Bock auf so Shadowrun. Und da muss man ja auch dazu sagen, ich spiele mit Flummi und Daddy seit langem. Ewigkeiten. Zahlen können das gar nicht mehr ausdrücken. Und ich mag ja Cyberpunk. Ich mag auch die Runs in Shadowrun. Ich mag sogar ein bisschen die Magie mehr, als man vermuten könnte. Und ich mag den Elfenbeinturm. Ich mag die oppressive Lohnsklavenwelt. Verhungernde Straßenkinder, die sich dann an Gänger verholen müssen. Das hätte ich anders formulieren müssen. Ich mag das im Kontext von Shadowrun als Rollenspiel. Und jetzt, weißt du, bei so einer langen Partnerschaft, wie ich die mit Daddy und Flummi pflege, kommt natürlich wie bei jeder guten Beziehung irgendwann mal der Gedanke, will ich nicht vielleicht nochmal andere Leute treffen? Ne? Damit man auch einfach nochmal eine andere Perspektive kriegt. So. Also ich meine, ich liebe die beiden. Und für Leute, die ich im Internet kennengelernt habe, nur übers Rollenspiel, hält das ja schon Jahrtausende. Für Leute, die nur Tischrunden haben, mag das nicht so scheinen, aber das ist tatsächlich zwei Leben lang. Okay, das ist halb so lange, und das habe ich nachgeguckt, wie die Durchschnittsehe in Deutschland währt. So, ne? Das ist ja schon lang. Dementsprechend, ich hätte halt schon Bock, aber auf der anderen Seite muss ich mich dann wieder mit Leuten rumschlagen? Was heißt rumschlagen? Aber ja, rumschlagen, weil ich denen wieder erklären muss, warum. Die, was die sagen würden, ist Low Power bei mir gespielt wird. Was ich anders formulieren würde, aber das ist egal. Und das ist einfach unfassbar nervig. Und das ist nicht unfassbar nervig, weil die Leute so dumm sind. Oder weil die mich nicht verstehen. Über so ein Alter sind wir ja auch mal irgendwann hinaus. Sondern weil Shadowrun Probleme hat, ganz wesentliche, meiner Ansicht nach. Ne? Und das ist schon was, über das ich natürlich viel nachgedacht habe, die letzten fucking 10 Jahre. Was mich da auch immer mehr gestört hat. Also lasst uns doch mal darüber sprechen. Therapeutisch, über meine Probleme. Nee, aber ich wollte ja ehrlich sein, also. Mein Riesenproblem mit Shadowrun. Wir nehmen dir einen Kaffee, ich habe auch einen, denn das wird dauern. Im Wesentlichen ist ja jedes Rollenspiel oder jedes Abenteuer in einem Rollenspiel ein kreatives Problem. Ne? Also kreativ mag jetzt zum Teil komisch klingen, aber nennen wir es erstmal ein kreatives Problem, okay? Und das wird von Spielern auf eine kreative Weise gelöst. Das heißt, sie müssen Daten beschaffen, das ist ein Problem. Sie beschließen, die zu klauen, das ist eine Lösung. Das ist jetzt ziemlich trivial, ich weiß. Sagen wir jetzt, die Daten befinden sich auf einem Comlink eines bestimmten Konzernangestellten, dann ist das wiederum ein Problem. Also beschließen sie, den Typen in ein Casino zu locken, damit er genug Kohle verspielt und dann sein Comlink verpfändet. Ist weit hergeholt, aber eine kreative Lösung. Und das ist ein wunderbarer Kreislauf. Ich habe mir erst überlegt, ob ich das aufzeichnen soll, aber fickt euch, ihr seid ja nicht dumm. Das ist ein wunderbarer Kreislauf, der sich schließt. Und solange das so ist, ist alles wunderbar. Und wir haben Spaß. Jetzt wird aber irgendwas passieren. Und zwar an irgendeiner Stelle. An irgendeiner zeitlichen Stelle, aber an zwei Stellen des Kreislaufs. Und zwar entweder dem Spielleiter fällt kein kreatives Problem ein, oder den Spielern fällt keine kreative Lösung ein. Und das ist auf beiden Seiten vollkommen verständlich. Nach langer Spielzeit. Je nach Tageszeit, was für ein Wochentag wird überhaupt gespielt und so weiter. Und wir sind ja auch einfach alle keine kriminellen Superhörner, ne? Das
Das, ja, passiert dann einfach irgendwann, dass einem mal nichts einfällt. Das heißt, entweder es gibt keine Herausforderung für die Spieler, weil neue Probleme halt einfach nicht mehr da sind. Das heißt, man, die alten weiß man, wie man die löst. Oder die Spieler können die Herausforderung nicht bewältigen. Ne? Wenn denen nichts einfällt. Was die einfache Lösung dafür ist, die Lösung dafür ist, dass entweder alte Herausforderungen stärker werden oder die Spieler, je nachdem, ne? Das heißt einfach, was weiß ich, eine bessere Firewall auf dem Comlink oder auf irgendeinem Nexus. Halt dein Maul, Handy. Entschuldige. Bessere Waffen oder Munition. Höhere Fertigkeitswerte, mehr krasse Gimmicks, Cyberwehr, Magie, Zauber auf Seiten einer Herausforderung, Manpower, also einfach mehr Leute, solche Sachen. Und das macht aus dem Kreislauf eine Spirale. So. Und das heißt natürlich auch ein Wettrüsten. Das ist kein geschlossenes System. Und wie wir in Deutschland sagen, das spiralt irgendwann out of control. Na? Ich weiß auch, dass Wettrüsten ein wesentlicher Teil von SR ist und das auch irgendwie den Reiz vom System ausmacht, ne? Die ganzen geilen Zusatzbücher zu kaufen mit fetten neuen Gimmicks und allem, auch für den Spielleiter, das ist halt schon cool auch. Das verstehe ich auch. Ich mag das auch. Also ich bin keiner, der das ablehnt und ich weiß, dass es das dazugehört. Elementar sogar. Aber es führt halt irgendwann zu so Sachen wie in SR4 war es ja besonders schlimm, ne? Deswegen nehme ich das mal als Beispiel, wie Stadtcharaktere mit 24 Würfeln in Feuerwaffen. Während die im Grundregelwerk so, was weiß ich, 12, 14 hatten. Und ein Lohnsklave, der hatte irgendwie, nicht ein Lohnsklave, sondern ein Wachmann, der da als Konzernwachmann im GAW drin stand, der hatte so 8. So. Ich denke, jeder weiß, was mit dem Wettrüsten gemeint ist. Und zum Glück haben wir ja auch in Deutschland für alles ein Wort, was ich tatsächlich gut finde. Wir geben also dem ganzen Spiralengemurkse den Begriff Power Creep. So. Ist es überhaupt ein Problem? Jein. Die Spieler haben Herausforderungen, die sie bewältigen können. Man will auf keinen Fall immer Versager spielen und ich verstehe das auch, hey. Ich verstehe das auch. Man will ja auch in irgendwas gut sein. Und das ist eine gute Lösung, um alte Probleme aufzufrischen, also alte kreative Probleme, indem sie einfach nochmal stärker erscheinen. Und das fühlt sich erstmal gut an. Irgendwann sind wir aber an einem Punkt dieser Spirale, wo die Welt bricht. Jedenfalls für mich. Ich weiß, dass viele andere damit kein Problem haben, aber für mich bricht das irgendwann. Denn entweder ist dann jedweder Polizist, den man so sieht, etwas, was ein halber Shadowrunner mit auf dem Rücken gebundenen Arm und 44 Kugeln im Leib immer noch verhauen kann. Oder es ist dann plötzlich ein Polizist, der wie jeder andere bis auf einen Essenz runter vercybert ist. Oder es werden immer Magier auftauchen. Und egal, was ihr mir erzählen wollt, bei der Quote von überhaupt Erwachten ist das schwer möglich. Oder das kommt dann zu Problemen wie, dass jedes Sondereinsatzkommando nur für. Oder dass immer ein Sondereinsatzkommando kommt, nur weil die Runner wieder mal eine kleine Schießerei angefangen haben. Wenn popelige Nachtwächter unmodifizierte Attribute von 5 haben, als Mensch. Wenn nur noch jeder Stick-and-Shock-Munition benutzt, weil das halt die effektivste Variante ist. Wenn alle Charaktere über Magie Bescheid wissen, obgleich im SR4 Straßenmagie schön drin stand, dass eigentlich keiner was Sinnvolles weiß. Wenn gesagt wird, ja, alle Lohnsklaven tragen Panzerung und. Was ich erstmal verstehe, auf dem Nachhauseweg, ne? Aber dann das interpretiert wird, als die tragen die beste Panzerung mit noch Kevlar-Unterwäsche und einem SWAT-Helm. Nur damit so ein Lohnsklave mehr als einen halben Schuss aushält. Das bricht schon irgendwie die Welt, finde ich. Das ist ein Riesenproblem, dass irgendwann die Runner so stark sind und so stark sein müssen, weil die Herausforderungen für sie ja mitwachsen.
dass sie bei einer normalen Begegnung in der Welt überhaupt nicht mehr dazugehören zu scheinen. Ne? Wenn, es ist okay, wenn ein Shadowrunner stärker ist als ein x-beliebiger Lohnsklave, okay, das ist mir klar, sogar sehr viel stärker. Aber wenn es so weit kommt, dass ein Wachmann, wie er im GRW beschrieben ist, genauso wie ein halb verhungernder Penner genauso keine Chance hat gegen einen Spielercharakter, dann wirkt es so, als wären die ja irgendwie aus anderen Welten. Das ist echt ein Problem. Das ist allerdings ein Punkt, den man erst sehr spät im Spiel erreicht, könnte man jetzt sagen. Und das habe ich auch lange Zeit gedacht, deswegen habe ich ja gesagt, wir in meinen Runden, wir starten ein bisschen gesetzter. Am Anfang ein bisschen weniger von allem. Und irgendwann führt es halt dazu, oder kommt es halt dazu, dass die Charaktere sehr viel stärker sind. Und dann kann man ja auch einfach mal aufhören und was Neues anfangen. Ne? Oder das gute alte Nexus-Argument, ja, dann macht er halt mal richtige Jobs. Macht er mal bitte unterirdisches Konzernforschungslabor, da sind dann die richtigen Herausforderungen. Macht er mal nicht so einen Straßendreck nur. Ja. Stimme ich sogar beim irgendwie zu. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem, wenn die Charaktere eine gewisse Stärke erreicht haben, jedes neue kreative Problem durch Ausrüstung und Werte überwunden werden kann und wird. Und der Mensch ist nun mal einfach immanent eher faul. Das heißt, man sucht irgendwann nicht mehr nach kreativen Lösungen, sondern man nimmt den größten Würfelpool, schmeißt ihn auf den Tisch und sagt, easy. Also ein kreatives Problem ist dann nur noch auf einer Interaktionsbasis von NSC möglich. Und selbst das wird schwierig, denn die meisten Spieler werden darauf bestehen, ja, ich habe übrigens Charisma 9, Pheromone und Werte von Leck mich, und dann gibt es auch da keine kreativen Probleme mehr, die nicht einfach, halt wie gesagt, mit Ausrüstung und Werten weggemacht werden können. Und das ist halt schwierig, sage ich mal. So, dann heißt es halt wirklich, man muss eine neue Runde anfangen und sich nochmal ebnen. Und dann hat man wieder eine Chance, die Spirale von neuem zu starten. Abgesehen natürlich von dem minimalen Problem, dass die Spieler natürlich ihre Vorerfahrung mitnehmen. Wir kennen alle die kleinen Stolpersteine des Runner-Daseins, dass zum Beispiel Deli und Flummi überhaupt nochmal die auf sich genommen haben und sich nochmal wie Neulinge aufgeführt haben. Das ist ja so keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, man weiß halt, man braucht eine gute Firewall, man weiß, man braucht mindestens ein bisschen Stealth und solche Sachen. Und man will sich auch nicht immer mit den gleichen Anfangsproblemen herumschlagen. Das heißt, das wird einfach der Punkt kommen, wo du sagst, leck mich, mein Charakter hat das halt einfach schon ein paar Dinge, die er letzte nicht hatte, damit ich abgesichert bin gegen bestimmte Dinge, denn ich will ja auch nicht, dass er stirbt. Das ist ja auch absolut richtig. Es ergibt halt nur ingame nicht immer Sinn. Damit meine ich sowas wie, mein Charakter lebt in der Unterschicht. Er bezahlt 2000 im Monat für alles. Für alles. Er riskiert sein Leben. Er lässt sich beschießen und von Johnsons verarschen, damit er diesen Lebensstil aufrechterhalten kann. In seinem Körper steckt Cyberware im Wert von 100.000 Yen. Finde den Fehler. Er könnte 50 Monate sich nicht beschießen lassen, wenn er einfach die Scheiße aus sich ausbaut. 50 Monate. Wenn ich rechnen könnte, würde ich dir sagen, wie viele Jahre das sind. Und ich verstehe, dass man natürlich sagen kann, ja, das Endziel von ihm ist natürlich, dass er einfach mal aus dem Dreck rauskommt durch die Runs und sich einen Punkt erarbeitet, wo er leben kann ohne, oder wo er besser davon leben kann und dann das Risiko auf sich nimmt. Okay, dann geht es weiter. Seine Firewall, er hat sein Comlink für 10.000 Yen eingekauft. Das sind 5 Monate Lebensstil. 5 Monate für einen Comlink. Natürlich hat er ein Medkit Stufe 6, denn er will ja überleben, wenn er schon angeschossen wird. Das ist immer das Schwerste für mich zu argumentieren. Ja, die Sache ist halt nur, es gibt ja auch heute Leute, die einen etwas riskanteren Job haben, ne, und geben die mehr als 25%
ihres Lebensstils, ihre gesamten Ausgaben dafür aus, für ein Item? Denn meiner Ansicht nach ist der Mensch nicht unbedingt, er handelt nicht logisch, er handelt nur nachvollziehbar unter Umständen. Das heißt, gibt er das wirklich aus? Ist er nicht auch ein bisschen gierig? Dann hast du halt Stadtcharaktere, die schon sehr viel, die theoretisch für Stadtabenteuer gemacht werden mit einem gewissen Level an Herausforderungen, die aber schon sehr viel stärker sind. Du startest schon viel weiter in einem äußeren Kreis der Spirale. Und ich weiß auch, dass Spieler immer gute Begründungen und stimmige Begründungen suchen, warum sie gewisse Sachen haben und das gut einzubetten versuchen. Und dann gibt es halt zwei mögliche Entscheidungen des Spielers. Entweder er findet die Begründung dumm und kann es nicht zulassen, macht den Spieler unzufrieden und er kauft sich das bei der nächsten Möglichkeit. Oder noch schlimmer, die Begründung ist gut und dann muss er die Scheiße halt wirklich zulassen. Und dann wird halt Power Creep noch mehr beschleunigt. Ja. Ne? Und als SL ist es nicht zwingend sehr motivierend, wenn du dir wirklich mal ein kreatives Problem einfallen lässt. Nach all der Zeit, wo du das schon gemacht hast und dir eigentlich nichts mehr einfällt, warum wir ehrlich sind. Und es dann einfach overpowered wird, um am Deutschen zu bleiben. Das ist nicht so spaßig. So. Und vor allen Dingen, nachdem ich halt, ich habe einige Jahre dann doch eher zugehört, Spontanrunden. Also das sind dann Leute, die sich so mittelmäßig kennen oder Leute, die sich gar nicht kennen, die einfach spontan mal sagen, wir spielen ein Abenteuer zusammen. Und ich habe da gesehen, wie einfach Dinge aus dem Ruder laufen können. Und ich will und kann einfach nicht in einer Welt spielen, in der es normal ist, dass Charaktere Fertigkeitswerte haben, dass die so hoch sind, dass im Grundregelwerk dazu steht, sie sind berühmt. Oder im Fünfer ist es sogar noch lustiger, wo dann steht, das ist ein Fertigkeitswert, bei dem normalerweise Lohnsklaven extrahiert werden. Okay. Also 8 ist das, ne? Für die Leute, die das vielleicht nicht wissen oder die das nie so richtig gelesen haben. Das habe ich auch meinen Spielern gesagt, du kannst gerne eine Fertigkeit im Wert von 8 haben. Dann wird irgendwann von mir das erste Runner-Team nach dir geschickt, so nach einem halben Jahr, wenn das sich rumgesprochen hat, dass sich extrahieren wird. Und das wird nicht das letzte bleiben, wenn die versagen. Denn die kosten ja Geld. Und offenbar ist das der Wert, den Konzerne sich dann einfach holen. Und das Problem, dass vor allen Dingen starke Charaktere oder ne, vor allen Dingen ein Wettrüsten, eher das Wettrüsten, auch noch schafft, ist, dass es keine Entscheidung mehr gibt, wie mein Charakter in gewisser Weise sein soll. Also all die kleinen Dinge, weil das Effizienteste gewählt werden muss. Es ist halt nicht mehr möglich zu sagen, okay, ich nehme jetzt die und die Waffe, die hat keinen Smart Link und die hat ein bisschen weniger Schaden, weil sie halt sehr gut stilistisch passt. Es gibt ja zum Beispiel einfach hier im Vierer gab es auch irgendwie so eine Waffe, die, ich glaube, die Hammer, die ist auch ein gutes Beispiel, die einfach, wo ich fand, das passt übelst gut zu Billy, weil die, das ist eine sehr schlanke Waffe für eine zarte Frauenhand. Ja, sehr gut. Das ist eine Entscheidung, die du später nicht mehr hast. Du musst die effizienteste wählen. Du musst immer Stick und Shock wählen. Du musst in SR4, was war es hier, Form Fitting Body Armor unter deiner anderen Panzerung wählen. Es werden einfach Entscheidungen minimiert oder eher ausgelöscht, weil wir ab irgendeinem Punkt eher ein Computerspiel spielen, anstatt ein Rollenspiel. So. Und SR ist einfach betroffen wegen des Wettrüstens von gleichen Mechaniken wie auch irgendein Computerspiel. Und zwar Computerspiel, das dazu gedacht ist, dass der Spieler sich überlegen fühlt. Was man in einem Rollenspiel jetzt nicht zwingend immer als Hauptthema hat, ne? Also ich meine, in einem Computerspiel, wo du Knopf drückst und die Welt explodiert, das sollte in einem Rollenspiel nur selten so sein. Und Shadowrun ist ja nun mal auch im Kern so ein simples Auftragsspiel, ne? Also ohne das schlecht reden zu wollen, ich liebe Shadowrun, nochmal. Aber es geht darum,
um mal ins Meta zu gehen. Nee, eigentlich auch in jedem, dass man eher mal ins Meta geht, eine Art Planungsrätsel löst. Und es geht erst zweitrangig darum, einen Charakter zu spielen. Ich weiß, das werden viele nicht hören wollen, aber im Gegensatz zu anderen Rollenspielen ist SR meiner Ansicht nach eher Meta und der Charakter ist eher zweitrangig, weil du halt gewisse Mechaniken hast, die die Charakterspielen bestrafen. Unter Umständen, wenn du einen Spieler hast, der dich umbringt dafür, dann stirbst du dafür, dass du einen Charakter spielst. Weil die Welt einfach so hart ist und weil es um den Run geht und nicht um deinen Charakter. Bei Runden, die das so machen, das finde ich auch cool zum Zuhören. Und es gibt ja auch Leute, die einfach unfassbar intelligent sind, sowohl Spielleiter als auch Spieler, wo ich dann gern mal neidisch bin auf die coolen Pläne, die sie haben, wie sie alles bedenken, minutiös und so. Es ist halt schon echt geil zum Zuhören. Das Problem ist halt, dass solche Runner von dem, was ich gehört habe, dann auch häufig wirklich der Einheitsbrei der schwarzen Sonnenbrillen tragenden Manteltypen sind. Aber Formfitting Body Armor nicht vergessen. Bei denen wirklich dann Entscheidungen und Vielfältigkeit von Charakteren einfach ausgelöscht wurden. Und ich weiß einfach zurzeit nicht, ob ich wieder als Schiedsrichter oder als Spielverderber dastehen will. Also nee, als Spielleiter bist du immer ein bisschen der Spielverderber, als die andere Art von Spielverderber dastehen will. Wo ich versuche, irgendwie ein Spiel zu balancen, was nicht balanced sein will. So, das waren meine Gedanken so bis vor einem Monat oder so. Ja, ich glaube, bis vor einem Monat. Aber im letzten Monat, und das heißt nicht, dass mir Changing keinen Spaß macht, also das ist immer noch super cool. Aber im letzten Monat habe ich dann doch halt gemerkt, wie sehr ich auch Cyberpunk vermisse. Und dass ich schon irgendwie in Kauf nehmen möchte, dieses ganze Wettrüsten nochmal anzufangen. Schön weit unten, damit ich Zeit habe, um mir noch ein paar Spieler zu suchen, die vielleicht sogar ähnlich ticken, sodass es für uns alle einfacher wird. Und dann nochmal eine ganz andere Richtung einschlagen. Also ich hatte Ideen wie Konzernleben hatte ich schon immer mal Bock, ne? Dass du am Anfang schön in Hirn gewaschenen Bürger spielst, der entweder in Ungnade fällt oder nicht, das ist ja dann erstmal irrelevant. Oder natürlich den Widerstandskämpfer am Rande eines widernatürlichen Elfenstaates. Das könnte ich mir auch vorstellen. Eine Schmugglerbande hätte ich auch Bock. Sowas in der Richtung. Dass ich nochmal einfach auch eine andere Richtung mache, damit. Ja, weil ich sowas noch nicht hatte. Und ich glaube, dass das sehr cool werden könnte. Und ja, ich habe schon mal ein paar alte Kumpels angeschrieben wegen der Runde. Ich muss mal noch gucken, wo ich noch suche. Ich werde es diesmal nicht wieder öffentlich machen als Miss Bros. Allein Ding. Zumindest erstmal. Und dann werden wir mal sehen, ob das demnächst wieder was wird. Und ob die mich richtig anfixen, ich weiß nicht, ob das eine Offline-Runde wird, das kann sein, aber theoretisch bisher sieht es so aus, als könnte man das auch alles hochladen. Und ja, ne? SR ist halt einfach zu cool, wenn man das so sagen darf. Also oben nochmal hier TLDW. Wird es hier nochmal irgendwann in die Shadowrun geben? Shadowrun ist cool. Macht Spaß. Hallo, ich bin sogar schon fast fertig. Erst 11, der dir gefallen wird. Nur noch Kleinigkeiten mit Namen festlegen. Nimm jetzt. Hintergrund, ich bin auch unsicher, wird mir schon was sein. Okay. Jetzt zeig mal, Herr Dominik. Wird es hier nochmal irgendwann in die Shadowrun geben? Shadowrun ist cool. Macht Spaß. Nope. Shadowrun ist tot.